Herzlich willkommen zu unserer heutigen DRI-Online-Diskussionsrunde zum Thema Bewahren oder Tilgen, in der wir über Erinnerungskultur zwischen Gedächtnis und Ikonoklasmus sprechen wollen. Mein Name ist Jens Notroff, ich bin Referent am Deutschen Archäologischen Institut und freue mich, dass Sie den digitalen Weg hierher gefunden haben. Die Covid-19-Pandemie, die noch nicht überstanden ist, hat solche virtuellen Formate angesichts noch immer angeratener Abstands- und Hygieneregeln nicht nur attraktiver, sondern auch selbstverständlicher und aktueller werden lassen. Und auch unser heutiges Diskussionsthema hat zuletzt wieder sehr an Aktualität gewonnen. Selten wurde in Medien und Öffentlichkeit so oft und leidenschaftlich über historische Denkmäler im politischen und globalen Westen debattiert wie in den letzten Tagen und Wochen. Diese Monumente sind zu Symbolen und Anreizen für eine kritische Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen und Persönlichkeiten geworden, die sie repräsentieren. Im Grunde haben sie also damit durchaus eine der Kernfunktionen von Denkmälern erfüllt. Denn Denkmäler sind visualisierte Erinnerungen, sie sind Gedächtnisstütze und Manifestation von Ereignissen und Personen, die politisch, religiös und gesellschaftlich als so prägend und relevant empfunden wurden, dass man sie als greifbares Zeugnis langfristig in Plätze, Landschaften und das öffentliche Gedächtnis einschreiben wollte. Gerade wegen ihrer Funktion in einem solchen Kommunikationsprozess stellen diese Monumente aber auch höchst subjektive, in erster Linie vor allem zum Zeitpunkt ihrer Errichtung geltende oder diktierte Lesarten der auf diese Weise erinnerten Geschichte dar. Erinnerung und Gedenkkultur aber sind flexibel, insbesondere in der Bewertung historischer Narrative, die natürlich einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind und in und von der Gesellschaft immer wieder neu ausgehandelt werden können. Das illustriert nicht zuletzt die aktuelle, zum Beispiel in den USA und weltweit im Rahmen der jüngsten Black Lives Matter-Proteste, verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückte Debatte zu Rassismus und Kolonialismus, die eben auch eng an die Sichtbarkeit historischer Persönlichkeiten oder deren Denkmäler geknüpft wird und deren Andenken offen herausfordert und in Frage stellt bis hin zum Sturz dieser Denkmäler. Vor allem Zeiten politischen und gesellschaftlichen Wandels, auch das zeigt der Blick in die Geschichte, sind häufig Anlass für eine solche Neuaushandlung erinnerungswürdiger Personen und Ereignisse und auch der Art und Form, die deren Gedächtnis einnehmen soll. Wie zum Beispiel die wechselvolle Geschichte des Lenin-Standbildes auf dem einst gleichnamigen Platz hier im Osten Berlins nach 1990 illustriert, von der Demontage und Vergrabung bis hin zur musealen Inszenierung. Das Errichten ebenso wie das Entfernen von Denkmälern, die Benennung und Umbenennung von Straßen und Plätzen folgen also einer gesellschaftlichen Dynamik, die sich von den ursprünglich erinnerten Ereignissen und deren Deutung selbst löst und einen neuen, aktualisierten Bezug herstellt. Ikonoklasmus und Damnatio Memoriae sind also in der Tat Phänomene, die uns in vielerlei Gestalt begegnen. Das Vergessen wollen, das Vergessen machen wollen, ist ebenso alt wie das Gedenken. Episoden gestürzter und geraubter Denkmäler, zum Beispiel infolge der persischen Zerstörung Athens im 5. Jahrhundert vor Christus oder ausradierter Porträts und Namensinschriften römischer Kaiser wie Nero oder Domitian, lassen sich weit in die Antike zurück und darüber hinaus verfolgen. In unserer Diskussionsrunde, zu der ich ganz herzlich Frau Professor Friederike Fless, die Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, Frau Dr. Ute Ebert, die Leiterin des Museums in der Zitadelle Spandau und Herrn Dr. Zimmermann, zweiter Direktor der DRI-Abteilung Rom, begrüßen möchte, wollen wir unter anderem die Frage stellen, wie verschiedene Formen des Erinnerns und Gedenkens moderiert und legitimiert werden. Wir wollen die Dynamik von Erinnerungskultur besprechen und den unterschiedlichen Motiven in der Errichtung, Umwidmung und Demontage von Gedenkorten nachgehen. Diese Auseinandersetzung mit Bildern und Denkmälern als Inszenierung der eigenen Geschichte und deren sich wandelnder Wahrnehmung kann durchaus als Beitrag zur aktuellen Debatte verstanden werden. Solch eine Diskussion lebt aber natürlich vor allen Dingen von Fragen, auch von Ihren. Deshalb wollen wir gerne die Möglichkeiten des virtuellen Formats ausschöpfen und den Zoom-Chat, beziehungsweise, wenn Sie dem Facebook-Livestream folgen, die Kommentarspalte für Ihre Fragen öffnen. Machen Sie also gern rege Gebrauch von dieser Option. Wir freuen uns über Ihre Mitwirkung. Nun zu unseren Gästen. Liebe Frau Fless, liebe Frau Ebert, lieber Herr Zimmermann, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch heute Abend genommen haben. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Wenn man wie wir hier über die Auslöschung von Erinnerungen diskutieren möchte, noch dazu mit Blick auf historische und archäologische Quellen, dann kommt man um den Begriff der Damnatio Memoriae, der ganz im wörtlichen Sinne Verdammung des Andenkens, nicht herum.
Der Begriff ist zwar eine moderne forschungshistorische Schöpfung. In der Antike hätte man vermutlich eher von der Abolitio Nominis, der Vermeidung des Namens, gesprochen, aber umschreibt ja eigentlich sehr treffend die physische Tilgung des öffentlichen Andenkens unliebsamer Personen aus Bildwerken, Schriften und Inschriften. Wie sehr, Frau Fless, ging es aber da tatsächlich um das Vergessen, wenn doch im antiken Rom Tilgungen von Namen und Bildnissen offenbar durchaus absichtlich unvollständig vorgenommen oder die so entstandenen Leerstellen mit Bedacht inszeniert worden sind. Immerhin wissen wir, selbst heute noch, eine ganze Reihe römischer Persönlichkeiten, die solcher Art verdammt wurden und kennen sehr wohl deren Namen. Ist das noch öffentlich moderierte Erinnerungskultur oder schon Abrechnung mit politischen Gegnern und Weggefährten? Ja, Herr Notreu, ich glaube, das ist wirklich die Fälle der Damnatio Memoriae, das hat schon was mit Abrechnungen zu tun. Und ist eine sehr spezifische und auch in gewisser Weise selektive und inszenierte Form Erinnerungen durch auch das Zerstören von Statuen und das Ausradieren von Namen zu tilgen. Vielleicht kann ich das an einfach ein, zwei Bildern klar machen, die sozusagen jeder, der im Jahre 212 nach Christus vom Tiber zum Forum Romanum ging und dabei den Weg über das Forum Boarium wählte, gesehen hat. Also man schritt durch einen Bogen, den Argentarierbogen, und blieb vielleicht irritiert und verwundert vor einem Relief stehen, was sich im Durchgang befindet. Verwirrt vielleicht erst nicht, weil der jugendliche Togatus, der dort dargestellt ist, wie er ein Opfer vollzieht, ist eigentlich ein ziemlich langweiliges römisches Standardbild, was es tausendfach in dieser Form gibt. Aber wenn man genau hinschaut, irritiert ein wenig die Leerstelle auf der linken Seite des Reliefs. Und wenn man noch genauer hinschaut, dann erkennt man im Reliefhintergrund so Abarbeitungsspuren und schematisch, dass dort eine Figur gestanden hat, wohl ein zweiter Togatus. Und wir wissen auch genau, wer dort gestanden hat. Wenn man allerdings 212 nach Christus durch den Bogen gegangen wäre, hätte man gut daran getan, nicht irritiert zu sein und nicht stehen zu bleiben, weil der Kontext gerade ganz aktuell war, nachdem nämlich Caracalla und Gegner nach dem Tod ihres Vaters gemeinsam die Macht angetreten haben, hat als erstes Caracalla seinen Bruder Geta umgebracht und hat dafür gesorgt, dass die Erinnerung an ihn ausgelöscht wurde, dass sozusagen eine Damnatio Memoriae ausgesprochen wurde. Und man hat dann in diesem Relief den Bruder Geta ausgemeißelt und hat genauso in Inschriften überall den Namen Geta wirklich ausradiert. Und wie Sie sagten, der Witz ist im Endeffekt, die Leerstelle bleibt und die Leerstelle ist völlig auffällig. Also man wird geradezu darauf aufmerksam gemacht, dass dort etwas fehlt. Und genauso bemerkenswert ist, dass eben die Persönlichkeiten, die der Damnatio Memoriae anheimgefallen waren, weiterhin auch erinnert werden, weil es natürlich schriftliche Quellen gibt, die erzählen. Also auch auf dem berühmten Berliner Tondo in der Antikensammlung hier auf der Museumsinsel sieht man ganz genau, also Septimius Severus, seine Frau, den kleinen Caracalla, den habe ich hier angeschnitten. Jetzt habe ich mich gerade selber. Ich bin gleich wieder da. So, und den kleinen Geta, den hat man hier wirklich ausradiert. Da ist nur noch ein Schemen da. Der Kaiser hat das aber nicht selber gemacht, sondern er hat sich des Senats bedient. Also er ist um die Ecke gegangen und hat den Senat entscheiden lassen und diese Damnatio Memoriae aussprechen lassen. Und eines der wohl also auch irgendwo bedrückendsten Beispiele oder Erzählungen dazu bietet eine Satire, und zwar die 10. Satire des Juvenal. Da geht es darum, dass Tiberius seinen Günstling Sejan im Jahre 31 nach Christus zum Tode verurteilen lässt durch den Senat und dann auch eine Damnatio Memoriae stattfindet. Und dieses Ereignis beschreibt er in einer sehr eindrücklichen Art, wie eben, also es ist natürlich eine Satire, also es ist sehr interessant ausgedrückt auch, aber der Fall dieser Statuen, die mit einem Seil vom Sockel geholt werden, wird auch dadurch besonders groß, dass die zerschlagenen Statuen dann eingeschmolzen werden und unter anderem zu Nachttöpfen
verarbeitet werden. Also der wirkliche Sturz eines ganz großen Mannes, Sejan, der viel Macht hatte, der hier oder dessen Statuen vom Sockel gestoßen werden, nachdem Sejan selber hingerichtet worden ist und in Rom wirklich ausgestellt worden ist. Und der Kontext ist dann ein so spezifischer, dass beschrieben wird, wie einerseits alle zusammenkommen und schauen, wie eben Sejans Statuen auch geschleift werden, durch den Dreck gezogen werden, dass aber gleichzeitig auch klar gemacht wird, dass im Endeffekt nicht so ganz klar ist, warum eigentlich er also gestürzt wurde, umgebracht wurde, sind es Denunzianten gewesen und so weiter. Nein, es war einfach der Brief des Kaisers aus Capri, der dem Soldat sagte, macht mal und sprecht dieses Todesurteil aus. Und in diesem Kontext wird diese Damnatio Memoriae so ausführlich erzählt, auch als ein Beispiel eben des negativen Handelns des Kaisers. Es wird eine Bevölkerung Roms geschildert, die mal politische Macht hatte, nun allerdings im Grunde keinerlei politische Macht mehr innehatte, über nichts mehr Relevantes eigentlich entschieden hat in der Kaiserzeit und am Ende nur noch zwei Dinge forderte, nämlich Brot und Zirkusspiele. Daher kommt dieses berühmte Wort Panem et Circenses. Da steht eben wirklich in so einer Situation dieser Schilderung dieses gesamten Geschehens des Sturzes des Sejan, des Sturzes auch seiner Statuen. Das ist, glaube ich, eins der also eindrücklichsten Schilderungen, die ich zumindest kenne eines solchen Ereignisses. Ist ja auch insofern ganz interessant, dass quasi die Leerstelle in dem Moment der Erinnerungsort wird oder der Erinnerungsmoment wird. Wie Sie schon sagten, jedem, der durch dieses Tor ging, war bewusst, was diese Leerstelle besagte letzten Endes. Also im Jahr 212 garantiert. Zu dem Zeitpunkt. Wie das dann später wahrgenommen wurde, ist natürlich nicht so klar. Aber der Witz ist, es wird eben nicht vollständig ausgelöscht. Also es ist nicht so, dass die Namen auch der schlechten Kaiser, Sie haben sie ja genannt, Domitian, Nero oder so, vollkommen verschwinden, sondern die sind ja in der Literatur da. Es gibt Biografien der Kaiser, ne, auch der schlechten Kaiser und ob der Damnatio Memoriae oder nicht. Sie kommen bei den antiken Historikern vor, ne? Aber dieser Akt, und es sind natürlich auch noch Porträts erhalten, ne? Es ist ja nicht so, dass alles weg war, ne? Aber der Akt des Zerschlagens und diese Inszenierung des Sturzes, genauso wie teilweise das auch weiter sichtbar machen von ausradierten, geänderten Inschriften, ist offensichtlich ein Teil dieses Vorgangs. Also der Umgang mit Denkmälern als Beitrag zur Geschichtsschreibung, das ist insofern interessant, weil mich das ganz gut zur nächsten Frage, die ich gerne an Sie, Herr Zimmermann, richten möchte, führt. Die Debatte um die Legitimität personifizierter Bilder hat ja spätestens im 8., 9. Jahrhundert zu einem regelrechten Bilderstreit geführt, ein leidenschaftlich geführter Streit zwischen Ikonodulen, also Bildverehrern auf der einen, und Ikonoklasten, Bildzerstörern auf der anderen Seite. Und wir haben ja auch den Begriff Ikonoklasmus hier schon im Titel. Das ist ja eines der Stichwörter, wenn es darum geht, die Behandlung von Denkmälern im historischen Kontext zu diskutieren. Wenn wir uns die historische Darstellung dieses Bilderstreits einmal anschauen, dann fällt ja auf, dass wir einmal mehr, im Grunde wie bei vielen vergleichbaren Konflikten, ja letztlich nur über die Sicht der erfolgreich daraus hervorgegangenen Partei verfügen, die Handlungen und Motive der anderen Seite naturgemäß in einem wenig positiven Licht erscheinen lässt. Inwiefern geht es aber in der Aufarbeitung des Bilderstreits, im Grunde vielleicht auch übertragbar auf jeden vergleichbaren Konflikt, inklusive der jüngsten Debatte im Grunde, auch darum, die Deutungshoheit über Geschichte zu wahren? Sie müssen Ihr Mikrofon noch zuschalten. Jetzt ist es an, ja. Ja, guten Abend, Herr Notruf, und guten Abend auch aus Rom in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Mein Thema war der byzantinische Bilderstreit. Und auch ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet. Versuche ich gerade zu teilen mit Ihnen. Ich denke, Sie sehen sie jetzt. Genau. Ja, die Ausrichtung des byzantinischen Bilderstreites ist nun nicht so sehr, da geht es nicht so sehr um Denkmäler und das Erinnern von wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Herrscher, sondern es geht eigentlich um Theologie und es geht um das Bild Gottes direkt, also um eine theologische Auseinandersetzung und um Religion. Und
Das Thema ist insofern für uns sehr schwierig zu greifen heutzutage, weil wir ausschließlich die Sicht der siegenden Ikonodulen, also der Bilderverehrer, im Nachhinein greifen können. Also die haben gründliche Arbeit geleistet und fast alle Quellen, die Quellen und Bilder der Ikonoklasten betreffen, ausradiert haben. Also es fällt uns insofern sehr schwer, überhaupt uns historisch anzunähern, dem byzantinischen Bilderstreit. Im Kern geht es um die Darstellung Gottes oder um religiöse Darstellungen. Und in dem Augenblick, als sich das Christentum im Römischen Reich ausbreitet, trifft es auf eine Bevölkerung, die in der griechisch-römischen Bilderkultur groß geworden ist. Und die neuen Mythen, also die biblischen Texte, die biblischen Geschichten, werden in Bildern dargestellt. Und in dem Augenblick, wo es Bilder gibt, der Geschichte Jesu und der Geschichte Gottes mit den Menschen, in dem Augenblick trifft man auf den Widerspruch zum Dekalog, also zum alttestamentlichen Bilderverbot, wo also im ersten Gebot deutlich gesagt ist, du sollst ja kein Bildnis machen und es geradezu wörtlich von Gott verboten wurde. Und dieser Konflikt, der trägt sich durch das ganze Christentum bis heute durch und führt immer wieder zur Auseinandersetzung, ob man es darf oder nicht darf. Theologen haben sehr viel Kraft darin verwendet, zu erläutern, dass man das darf und warum man das darf. Entweder weil heilige Bilder von Gott geschaffen wurden, auf den Himmel gefallen sind, oder dass man über die Natur Christi, die also eine menschliche, eine göttliche Natur in sich vereint, insofern argumentiert, dass man also die menschliche Natur durchaus, die historische Figur Jesu durchaus darstellen darf. Aber da herrscht halt nie wirklich Einigkeit dazu. Und so kommt es über die gesamte Geschichte des Christentums immer wieder zu Auseinandersetzungen und zu heftigen Auseinandersetzungen auch. Und die heftigste dieser Art und Weise war der byzantinische Bilderstreit. Ich habe eine ganz kurze Übersicht über den Zeitraum. Also es ist eine Phase, die vom frühen 8. Jahrhundert bis in die Mitte des 9. Jahrhunderts geht, also über 120 Jahre oder fast 120 Jahre andauert und in der sich auch Ikonodulen und Ikonoklasten zum Teil abwechseln und die sehr heftig geführt wird, jedenfalls, wenn wir den Quellen glauben dürfen, die Ikonodulen, die Sieger in der Auseinandersetzung uns hinterlassen haben. Also es geht los im Jahr 730 mit Kaiser Leo III., also dem byzantinischen Kaiser, der die Christus-Ikone vom Chalketor, also vom Zugang zum Kaiserpalast, entfernt und die Ikonen zerstört und ein Verbot von der Verehrung von Ikonen, der Anwendung von Ikonen erlässt. Und in der Folge, die folgenden Kaiser werden uns in den Quellen dargestellt als heftige Bilderzerstörer und angeblich auch als Mörder. Also in der Auseinandersetzung werden Bilderfreunde zu Tausenden angeblich auch getötet. Es kommt zu einer Unterbrechung im Jahr 787 unter Irene, der Mutter Konstantins des VI. Für eine kurze Zeit ist die Bilderverehrung wieder erlaubt. Die Anbetung von Ikonen ist verboten, aber Bilderverehrung an sich ist erlaubt. Und dann kommt es zu einer zweiten Phase dieses Bildersturms. Noch einmal von 813 bis 843 werden angeblich in wesentlich umfangreichem Ausmaß, also auch in den Provinzen des östlichen Reiches, werden die Ikonodulen verfolgt, zum Teil getötet und heftig Bilder zerstört. Ab 843, der Michael dem Dritten, ist dann die Bilderverehrung allgemein auch in der orthodoxen Kirche bis heute wieder anerkannt. Wie gesagt, unser Problem ist, dass wir hier nur fassen können, was uns die Ikonodulen darüber berichten und insofern die Quelle für uns insofern korrumpiert sind. Was wir aber sehr wohl fassen können, ich habe ein ganz paar Bilder ausgewählt, an denen wir den Einfluss des Bilderstreits und die Zerstörung von Bildern fassen können. Eines der berühmtesten Beispiele, was immer gezeigt wird, ist die Apsis in der Kolmeses-Kirche in Nicea, also Istnik heute in der Türkei. Um 700 ist diese Kuppelkirche entstanden und in der Apsis sehen wir nun das Bild der stehenden Gottesmutter, die das Jesuskind hält. Und Sie können im Randbereich der Mariendarstellung sehen, dass das Mosaik überarbeitet wurde. Und Sie können etwa auf Armhöhe von Maria rechts und links noch die Reste sehen, wahrscheinlich von einer Kreuzesdarstellung, die sich dort einmal befunden hat. Als man das Mosaik dann ganz genauer untersucht hat, wie Sie es hier in der Mitte sehen, konnte man drei Phasen fassen, nämlich die umgebenden Mosaiksteinchen, dann die Steinchen, die noch im Kreuzesarm, in den Kreuzesarmen erhalten geblieben sind
und in der Mitte das Bildfeld, in dem Maria eingesetzt scheint. Und ganz deutlich kann man erkennen, dass schon vor der Kreuzesdarstellung eine aufrechtstehende Person dort gestanden hat, also offensichtlich schon einmal Maria dort gestanden hat, wie auch die Weihung der Kirche, also eine Kolmiseskirche, der Maria geweihte Kirche, auch erwarten würde, sodass man also die erste Phase nur vermuten kann, hier auf der linken Seite, es stand dort bereits eine Maria. Dann wurde in der Zeit des Ikonoklasmus die bildliche Darstellung ersetzt durch ein Kreuz, und als man Bilderverehrung wieder zugelassen hat, hat man die Gottesmutter wieder eingesetzt. Wir haben dazu keine historischen Quellen, wir können dazu nicht konkret im Monument nachweisen, dass wir hier den byzantinischen Bilderstreit vor uns greifen, also das ist für uns nicht möglich, aber wir können natürlich aus dem Kontext erschließen, dass wir es hier wohl eindeutig mit ikonoklastischen Zerstörungen und der Aufhebung des Ikonoklasmus zu tun haben. Sehr schöne Beispiele, um den Umgang mit den Bildern zu zeigen, bieten auch Münzbilder, weil Münzbilder erstens sehr gut datierbar sind und die Herrscher selbst Botschaften senden. Wir wissen zwar nicht, inwieweit die dann reichsweit und von allen, die die Münzen in die Hand nahmen, diese auch rezipierten, aber es ist halt sozusagen die offiziellen Inschriften, die im ganzen Reich und die Botschaften im ganzen Reich verbreitet werden. Es hat schon vor dem Ikonoklasmus zumindest einmal einen Kaiser gegeben, nämlich Justinian II., der nicht nur, wie wir es rechts im Bild sehen, auf der Rückseite, seine Herrschaft mit dem Kreuz Christi verbindet, also sein eigenes Bild mit dem Kreuz Christi, sondern der tatsächlich auch das Bild Christi auf die Vorderseite prägte, und zwar wahrscheinlich genau das Bild, die Ikone, die auf der Chalke im Eingangsbereich des Palastes, diese berühmte Ikone, die am Anfang des Bilderstreites stand, die also dort auf die Münze geprägt war. Und wenn wir nun schauen, Leo III., also genau der Kaiser, der den Bilderstreit, der erste ikonoklastische Kaiser, hat zwar auf Goldsäule, die, wie wir das oben sehen, die dynastische Folge prägen lassen, also sich selbst im Bild auf der linken Seite sein eigenes Bild und seinen Sohn auch als christlichen Kaiser auf die Rückseite. Er hat aber zur gleichen Zeit auch eine Münzserie, eine Silbermünzserie, die so Laresia prägen lassen, die jetzt rein Inschriften und das Christussymbol, das Kreuz zeigen. Das ist nicht ganz zufällig so, sondern diese Münze ist inspiriert an arabischen Münzen, die gleichzeitig entstanden sind und die natürlich auch erst recht im Islam keine figürlichen Darstellungen duldeten und deswegen auch auf der Münzprägung keine Bilder zeigen wollten. Also die Botschaften wurden rein in den Inschriften zu der Zeit gegeben. Dann ein weiteres Beispiel, das sind eigentlich die Bilder, die wir in aller Regel antreffen. Das ist ein Fußbodenmosaik aus einer Kirche, in der Stephanuskirche in Castron Mefa, also heute um Erasas im heutigen Jordanien. So finden wir archäologische Monumente vor, wenn Sie auf dieses Mosaik hinaufschauen. Wir wissen aus der Stifterinschrift, das ist um 756 gestiftet worden. Das ist also kurz vor oder in die erste Phase des Ikonoklasmus, kurz vor der ersten Phase des Ikonoklasmus entstanden. Zur gleichen Zeit ging aber auch die arabische Eroberung los und wir kommen in den arabischen Herrschaftsraum hinaus. Wir wissen also nicht, was die ikonoklastischen Zerstörungen letztlich verursacht hat. Wir können aber sehr wohl sehen, dass jedes einzelne Bildmedaillon hier in diesen Weinranken, jede einzelne figürliche Darstellung sorgfältig entfernt wurde, die Steinchen sehr sauber wieder hineingesetzt sind, aber so, dass man die figürlichen Darstellungen genau nicht mehr erkennen kann. Und das ist auch die Auswirkung, wie wir den Ikonoklasmus anfinden, dass wir also versuchen zu deuten, was ist eine ikonoklastische Zerstörung und es in den historischen Kontext, den wir aber ja, wie gesagt, nicht aus Primärquellen kennen, sondern nur in den redigierten und edierten Quellen, die Ikonodulen uns hinterlassen haben. Und das ist auch meine letzte Folie, das Beispiel des Kludopsalter, also eines Psalteriums, eines Textes der Psalmen, nach dem Ende des Bilderstreites entstanden, der in ganz außergewöhnlicher Weise den Psaltertext, also die Psalmentexte, mit fast karikaturhaft anwirkenden Illustrationen versieht. Und die Textstelle im Psalter, die also lautet, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst, wird nun mit einem biblischen Bild, nämlich mit der Kreuzigung ausgerechnet, gezeigt, wo der eine Soldat Christus den Durst löscht mit einem Essigschwamm. Und genau dieser Frevel
am sterbenden Christus wird gegenübergestellt dem Frevel des letzten Patriarchen, Johannes dem Siebten, der ein Christusbild unten im Bild mit einem Schwamm auslöscht. Also es wird sozusagen in der Historisierung des Bilderstreites ein genau dieser Bilderfrevel zum Thema gemacht und natürlich auf der religiösen Ebene die Auseinandersetzung des Ikonoklasmus pointiert dargestellt. Wie gesagt, wir kennen nur die Darstellung der Ikonodulen und wir haben alle Quellen verloren, sodass wir also ein sehr schönes Beispiel dafür haben, einerseits des byzantinischen Bilderstreites, dessen Vokabular wir praktisch heute vollständig übernommen haben. Also es sind genau das Vokabular, was in der historischen Darstellung geschaffen wurde, um die Begriffe zu benennen. Das Zweite ist, dass wir es damit zu tun haben, mit der Deutungshoheit, also mit einem ganz klaren Versuch, Deutungshoheit über die Geschichte zu gewinnen und eine ganz klare Abbildung. Also es gab viele innenpolitische Gründe, auch die Ikonoklasten zu bekämpfen. Aber was hier dargestellt wird, sind ausschließlich die religiösen Gründe. Und das ist auch das Besondere an dieser byzantinischen Bilderstraße. Ich kann Sie nicht hören, Herr Notorf. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie hören, Herr Notorf. Ja. Ah, sehr schön. Ja, vielen Dank. Was ich besonders interessant an den Ausführungen gerade eben fand, wie Sie zum Ende nochmal darauf hingewiesen haben, dass ja im Grunde das Vokabular, das wir heute benutzen, genau aus diesem besonderen Bilderstreit kommt, also der Begriff des Ikonoklasmus, aus einer Konfliktsituation, die ja eigentlich, zumindest nach außen getragen, ein religiöses Thema thematisiert, daran aber ja im Grunde, wie Sie ausgeführt haben, die Verhandlung von Geschichte festmacht. Das ist ja wirklich weltliche Geschichte, die da letzten Endes zu tragen kommt und den religiös motivierten Bilderstreit da gewissermaßen zum Auslöser macht. Aber wiederum zeigt, wie sehr die historischen Narrative an diese Erinnerungsorte geknüpft sind und auch die Dominanz oder die Bestimmung dieser Narrative letzten Endes davon ausgeht, wer Macht über die Denkmäler hat. Was uns vielleicht einen Sprung vorwärts in der Zeit machen lässt und eine Frage an Frau Ebert richten lässt. Sie zeigen ja in der Zitadelle in Spandau mit der Ausstellung Enthüllt eine kulturhistorische Schau, wenn man so will, obsoleter politischer Denkmäler. Also in ihrer eigenen Zeit ganz, ganz wesentliche Erinnerungsorte im Berliner Stadtbild, wie die preußischen Herrscher oder auch der Kopf der eingangs erwähnten monumentalen Lenin-Statue, sind heute historische Artefakte und museale Exponate. Wie sehr ist denn der Umgang mit Denkmälern in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Umbrüche eigentlich auch eine kollektive Abrechnung mit Geschichte? Frau Fless hat ja am Anfang schon diese persönliche Abrechnung mit politischen Weggefährten und Gegnern thematisiert. Aber inwiefern können wir auch eine kollektive Abrechnung von Geschichte hier festmachen? Und wie, das finde ich besonders spannend in diesem Zusammenhang, wie verändert sich unser Blick auf die Repräsentation von Geschichte, wenn ihre nicht länger repräsentativen Erinnerungsmale ins Museum wandern? Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Ich würde gerne mit der Beantwortung der zweiten Frage anfangen, weil ich dazu dann nämlich auch meine Bilder hier vorbereitet habe. Das kommt jetzt. So. Jetzt kann man es sehen, oder? Ja. Genau, und zwar möchte ich halt ganz gerne mal ein bisschen darstellen, wie an der Siegesallee, die im Berliner Tiergarten gestanden hat und jetzt bei uns im Museum gelandet ist, zum größten Teil jedenfalls, wie sich da dann so ein bisschen die Veränderung dieses Blicks und auch des Repräsentationswillens eigentlich nachvollziehen lässt. Hier haben wir einmal die letzte Gruppe der insgesamt 32 Gruppen, die waren grundsätzlich so aufgebaut, dass in der Mitte der jeweilige Herrscher des Fürstenhauses, des Königshauses oder des, in dem Fall dann Kaiserhauses, in Vollplastik stand und zwei Büsten, übrigens komplett alles nur Männer, rechts und links, die in irgendeiner Form die Zeit repräsentieren. In diesem Fall haben wir dann jetzt Moltke und Bismarck. Von dieser Gruppe ist nach dem Krieg nur Kaiser Wilhelm I. selber übrig geblieben.
Hier sehen wir dann, wie es aussieht, wenn das, was vorher als glorreiche und im Prinzip gigantische Selbstrepräsentation gedacht gewesen ist, wie es dann aussieht, wenn die Repräsentation wegfällt, es aber nicht zerstört werden sollte, in irgendeiner Form ein bisschen aufbewahrt werden sollte, aber alles noch nicht so richtig zielgerichtet war. Und man einfach nur einen Platz gesucht hat in West-Berlin, nicht in Ost-Berlin, wo man diese ganzen Figuren unterbringen kann. Und auf der Zitadelle war nur mal Platz. Und so hat es dann dort ausgesehen. Hier sieht man auch den Wilhelm nochmal mit ein bisschen Schnee. Und nachdem man eben diese nicht zielgerichtete Präsentation hatte, die so ein bisschen hilflos und ein bisschen verloren ausgesehen hat, ist dann meine Vorgängerin Andrea Theissen auf die sehr, sehr gute Idee gekommen, die politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts in Berlin anhand dieser gestützten Denkmäler zu zeigen. Und so sieht es jetzt heute aus in dem sogenannten Proviantmagazin der Zitadelle in Spandau. War schon vorher entkernt und dann restauriert worden, um da diese Ausstellungshalle draus zu machen. In dieser Ausstellungshalle sind natürlich nicht nur die Tiergartenfiguren, die Puppenallee sozusagen, sondern auch aus anderen Zeiten Denkmäler. Das ist das einzige aus der Weimarer Republik, was im Original da ist. Die anderen sind entweder tatsächlich zerstört oder aber stehen noch im öffentlichen Raum. Das ist ein Denkmal für die gefallenen Eisenbahner. Das hat ursprünglich am Hamburger Bahnhof gestanden und ist übrigens nicht gestürmt worden aus politischen Gründen, sondern aus ästhetischen Gründen. Als der Hamburger Bahnhof in eine Kunsthalle umgebaut wurde, hat es dem damaligen Direktor aus ästhetischen Gründen nicht so gut gefallen, den dort stehen zu lassen. Und dann durfte er auf die Zitadelle. Das hier ist aus dem sogenannten Nazi-Raum, wie ich es dann etwas despektierlich nenne. Das ist der Gedenkstein für den 30. Januar 1933 aus Berlin-Zehlendorf. Er hat insofern eine interessante Geschichte, als er zu den wenigen Denkmälern aus der nationalsozialistischen Zeit gehört, die überhaupt existieren und existierten. Die Nationalsozialisten haben sich im Allgemeinen nicht ganz so viele Statuen und Denkmäler aufgestellt, sondern eigentlich mehr sich durch die gigantomane Architektur im öffentlichen Raum präsentiert. Und die meisten Denkmäler, die sie eben doch aufgestellt haben, wie zum Beispiel von Horst Wessel auf dem Horst-Wessel-Platz, heute Rosa-Luxemburg-Platz, waren aus Metall und da haben dann im Prinzip die Nationalsozialisten schon selber dafür gesorgt, dass die dann schon während des Krieges zerstört wurden, weil sie sie eingeschmolzen haben und nicht in Nachttöpfe, sondern in Munition umgewandelt haben. Deswegen haben wir von denen halt nicht besonders viel. Die Geschichte hier ist auch keine Bildersturmgeschichte in dem Sinne. Die Irminsul, also dieser germanische Weltenbaum und die schwarze Sonne als nationalsozialistisches und gleichzeitig germanisch-romantisches Zeichen, ist vermutlich irgendwie 45 von den Berlinern oder den Zehlendorfern selbst entfernt worden und das ganze Ding vergraben worden, weil die sowjetische Armee Berlin ja schon eingekreist hatte. Jeder wusste, es ist nur noch eine Frage der Zeit und möglicherweise war die Vorstellung da, dass man die Rote Armee damit nicht noch mehr provoziert. Also auch das jetzt kein Bildersturm in dem Sinne, dass man da etwas von nationalsozialistischer Denkweise entfernen wollte, sondern erstmal nur den Anschein dessen entfernen wollte. Ja, heute ist das alles bei uns im Museum. Und unsere Präsentation zielt darauf ab, Geschichte auf Augenhöhe zu bringen. Die Denkmäler sind nicht mehr auf dem Sockel, außer der Sockel ist tatsächlich noch vorhanden. Man darf sie anfassen, wie man hier sieht. Also es ist nicht nur aus Barrierefreiheitsgründen für Sehbehinderte und Schlechtsehende so gemacht, sondern eben auch in diesem Fall für Kinder, weil ich sehe auch immer Erwachsene, die sich da dran machen, eben Geschichte zu begreifen. Also quasi in diesem Wortsinn. Und das ist eben auch unser Ansatz, Geschichte auf eine Art und Weise erfahrbar zu machen, die nicht mehr so sehr diese Ehrfurcht oder diese Erniedrigung oder die Zerstörungswut im Vordergrund hat, sondern einen offenen Raum, bei dem man etwas anfassen und diskutieren kann oder sich vielleicht auch in spielerischer Hinsicht aneignen kann. Also in diesem Fall haben wir unser berühmtestes Stück, den Leninkopf,
Er ist einfach Populärkultur geworden durch den Film Goodbye Lenin. Und hier sieht man eine Tanzperformance mit Kindern, die zum Teil aus Klassen, Integrationsklassen stammen und eben noch kein Deutsch konnten und auf eine andere Art und Weise mit deutschen Kindern zusammen kommuniziert haben. Und da ist Anfassen der deutschen Geschichte definitiv ein wichtiges Mittel gewesen. Ja, dann stoppe ich das mal hier mit den Bildern. Ja, auch Ihnen vielen Dank für die sehr starke Visualisierung. Dieses Schlagwort Geschichte begreifbar machen möchte ich an der Stelle gerne mal aufgreifen. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, was zum Beispiel Frau Fless am Anfang erzählt hat, wie dort mit Erinnerung umgegangen wurde und wie wir das jetzt mit den moderneren Standbildern sehen, die ins Museum wandern, ist das ein völlig unterschiedlicher Zugang, der zu Geschichte gesucht wird. Also auf der einen Seite diese kokette Inszenierung einer Leerstelle mit Augenzwinkern. Ihr wisst schon, was hier war. Das ist das Narrativ, das ist die Geschichte, die wir an dieser Stelle sehr subtil thematisieren. Und auf der anderen Seite, wie Sie es genannt haben, die Denkmäler vom Sockel holen und auf Augenhöhe bringen, aber in so einer Art musealer Präsentation aufbereiten. Ich meine, wir haben auch genug griechische und römische Denkmäler, die in Museen stehen, aber unter einem ganz anderen Zugang dort aufbewahrt werden. Ja, ich denke, da besteht auf jeden Fall ein großer Unterschied tatsächlich durch die Zeit. Also das, was wir im Augenblick in der öffentlichen Diskussion ja oft als toxische Denkmäler bezeichnen, sind eben Denkmäler aus dem 20. und zum Teil vielleicht auch aus dem 21. Jahrhundert, die tatsächlich für uns nach wie vor eben für Diskussionen sorgen. Und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Was dabei, glaube ich, auch nochmal wichtig ist zu bedenken, das ist, dass gerade in Deutschland irgendwie diese Bilderstürmerei meistens eben auch eher von Regierungsseite im 20. und auch im 21. Jahrhundert ausging. Vandalismus ist jetzt ausgeschlossen, das gab es natürlich schon immer und ist eben nicht von Regierungsseite, aber das wirkliche Entfernen und das Versuchen, es entweder vergessen zu machen oder die Lücke als symbolische Demonstration zu lassen, das ist eigentlich sogar mit den Ostberliner Denkmälern in Berlin eigentlich immer über Regierungsebene gelaufen. Das ist, denke ich, auch nochmal eine andere Form als das, was wir jetzt im Augenblick erleben in dieser Diskussion, in der dann tatsächlich sich Menschen aufmachen und versuchen, also in Deutschland ist das ja so noch nicht so richtig passiert, aber in den USA und in Belgien vor allem und in Großbritannien, dass halt Statuen wirklich richtig vom Volk sozusagen entfernt wurden oder von Bilderstürmern entfernt wurden, ohne dass wie in Deutschland der korrekte Weg mit einer Bürgerinitiative erstmal gegangen wurde, um etwas abzubauen und dann ins Museum zu bringen. Und ich glaube, dass das dann im Museum landet, das ist zwar für einige vielleicht irgendwie so der Endpunkt, aber eigentlich ist es aus meiner Sicht natürlich nicht der Endpunkt, weil wir präsentieren es ja immer noch. Die Geschichte ist ja immer noch da. Also wir versuchen sie eben nicht vergessen zu machen. Eben nicht das, was Bildersturm auch versucht, etwas zu vergraben und vergessen zu machen, sondern wir wollen den Blick darauf wenden, auch wenn es wehtut. Und dazu ist dieser Raum sozusagen als Safe Space da. Mhm. Frau Flessen? Also in gewisser Weise ist ja ein Unterschied, in welcher Intensität wir heute überhaupt also Aushandlungsprozesse um Denkmäler haben. Also das ist, wir haben zwar auch Denkmalstürze, also die Statuen von Saddam Hussein, von Gaddafi und so weiter wurden alle vom Sockel geholt oder wir haben jetzt die am Anfang schon erwähnten auch Ereignisse, die dann auch mit dem Sturz von Statuen von kolonial bezogenen Personen in Amerika und an anderen Orten übereingehen. Und wir haben eben verschiedene sozusagen vielleicht Ebenen von Aushandlungsprozessen. Auch das, was Norbert Zimmermann sagte, man hat ja drumherum auch immer wieder versucht, in den Konzilen und so auszuhandeln. Also man hat sich darüber ausgetauscht, also was ist jetzt die Haltung, die wir haben zu den Bildern, ne? Eine ganz anders begründete. Aber wir haben eben diese Phasen, in denen dann wirklich damit auch also der
der Aushandlungsprozess eben in diesen Sturzereignissen, also wirklich zerschlagen, zertrümmern, zerstören, endet. Ne? Und witzigerweise eben dann auch mit Begriffen am Rande versehen wird, wie Vandalismus, die ja eben geprägt wurden 1794 von jemandem, der die Zerstörung von Kulturgütern in der Französischen Revolution verhindern wollte, ne? Und dann gesagt hat, das ist Vandalismus. Ne? Die armen Vandalen, ne? Die Antiken, die haben das jetzt auszubaden, dass wir denen so ein schlechtes Etikett ergeben. Aber man hat auch da versucht, die vollkommene Auslöschung von allem, was mit dem vorhergehenden Regime zusammenhängt, zu verhindern, um etwas von, und dann prägte er die Idee, dass es sowas wie eine nationale französische Kultur gäbe, die man damit zerstören würde, die ja vom ganzen Volk auch geschaffen worden wäre. Also wo man wirklich immer wieder Ansätze hat, diesen Moment um die Zerstörung herum auch auszuhandeln. Und deswegen ist ja auch ein solches Museum wie in Spandau so relevant und wichtig, dass man dort überhaupt so auf einem Punkt hat, wo hatten wir diese ganzen Momente, wo einerseits irrsinnig inszeniert wurde. Ne? Also Berlin muss ja voller Preußen kaiserzeitlicher oder imperialer Skulpturen gestanden haben. Ne? Und ich meine, die Nazis hatten da auch fast keinen Platz, obwohl für ihre Städtebauer haben sie es ja auch abgeräumt. Aber man hat dann eben diese Momente, wo nicht nur Kriegszerstörung, sondern auch ganz intentionell zerstört, vergraben. Ne, auch in, ich glaube, in Budapest oder in der Nähe hat man so einen ganzen Park voller abgeschobener Denkmäler. Ne, das ist auch so ein Aufbewahrungsressort, ne, die Denkmäler in Rente geschickt. Also wo man versucht, Wege zu finden, mit Vergangenheit umzugehen. Und das, was man lernt, ist, so ganz auslöschen kann man sie eben nicht. Die Erinnerung läuft entweder in der Literatur weiter, in Erzählungen, aber eben auch in materieller Kultur. Und das Witzige ist diese Aggression, oder das Interessante, die Aggression gegenüber eben der materialisierten Form des Denkmals, an der man sich echt abarbeitet. Ne? Auch jetzt ja noch. Ne? Die werden mit Farbe besprüht. Ne? So eins in Göttingen, der wird, egal wie oft die den sauber machen, immer so mit Pink übersprüht. Ich habe vergessen, wer es ist, aber also es gibt ja also so ganz, also das löst etwas anderes aus als textuelle Erinnerung. Das ist, denk mal, definitiv eine sehr physische Verkörperung von Geschichte. Was mich nochmal auf diese Leerstellen zurückkommen lässt, also die Auslöschung und die bewusste Inszenierung der dabei entstandenen Leerstellen. Interessanterweise, das finde ich so spannend, wird ja der eigentliche Zerstörungsakt in der Antike zumindest sehr selten wirklich abgebildet und dargestellt. Es ist immer die bleibende Leerstelle, die Lücke, die am Ende inszeniert wird und gewissermaßen eine bewusste Überlieferungslücke zurücklässt. Und in dem Zusammenhang erreicht uns auch gerade eine Zuschauerfrage, die da vielleicht ganz gut passt an der Stelle. Wird der Begriff Damnatio Memoriae denn diesem Akt überhaupt gerecht, wenn es gar nicht um die Auslöschung der Erinnerung geht, sondern vielmehr darum, diese zerstörte Fläche zu inszenieren und regelmäßig sichtbar zu halten? Ist das ein kommunikativer Unterschied? Also ich denke, bei diesem Beschluss des römischen Senates, ne, da ging es wirklich um einen Beschluss, wo man nicht nur im Endeffekt den Menschen umbrachte, sondern auch seine physischen Darstellungen in Standbildern, Porträts und so weiter und seinen Namen auslöschte. Das heißt, es gab Kontexte im öffentlichen Raum, in denen man wirklich eine Säuberung vorgenommen hat. Und man kann wiederum fassen, dass man diese Leerstellen durchaus gelassen hat. Also man hat nicht alles vollständig so umgemodelt, dass man da jetzt einfach, man hätte irgendjemand anders dahinstellen können, einen Priester oder ein Opferrind dahin machen können. Das wäre auch alles irgendwie technisch möglich gewesen, aber das macht man teilweise nicht. Also man lässt schon Leerstellen. Wir wissen ja nicht, wer genau da ausgemeißelt hat. Und man darf nicht unterschätzen, dass in diesen Situationen auch des Sturzes des Sejan ist die Literatur der Senatsoberschicht, die auch die Geschichtsschreibung geprägt hat, voller also Darstellungen von Gräueltaten der Kaiser. Es gibt ja nicht nur eben auch in Rom nur die eine Macht, die sagt Damnatio Memoriae und
wir löschen das Andenken aus, sondern es gibt ja auch noch andere, die auch das Andenken bewahren. Deswegen haben wir ja auch Kaiserbilder und Kaiserporträts. Die sind nicht alle sofort verschwunden, nicht vollständig, ne? Und man hat dann sozusagen, wie bei Norbert Zimmermann, die Bilder lieben, die Ikonodulen, und man hat die Ikonoklasten. Und es ist nicht so ein einfaches Verhältnis, dass vielleicht jeder alles vollständig mitgemacht hat. Man hat aus Angst den Befehl natürlich auch durchgeführt, aber hat dann vielleicht auch, weil man das vielleicht auch nicht dem nicht folgte, es so durchgeführt, dass es ganz weg war, sondern es bleiben Spuren, es bleibt etwas sichtbar. Ich glaube nicht, dass das so ganz so einfach ist, ne? Also, ja. Aber es gibt doch diesen wunderbaren Spartakus-Film, ne? Gibt es ja am Anfang diese Szene in diesem kapuanischen Amphitheater, wo dann Gäste kommen und der Hausherr ist Anhänger der falschen republikanischen Partei, ne? Und dann deckt er mit dem Tuch mal eben das Porträt ab, ne? Also auch antike Gesellschaften sind nicht so einheitlich. Und im ersten Jahrhundert nach Christus gab es also massive, ob Satiren waren, aber auch Geschichtswerke, die eben auch Kaiser zu schlechten Kaisern machten. Und unter Tiberius sind die Schilderungen, da schwamm der Tiber voller Leichenberge, also in diesen antiken Texten. Ne? Das wird natürlich auch überspitzt und genutzt. Ne? Und auch da ist es letztlich ein Aushandlungsprozess, den wir aber nicht so direkt fassen können wie bei den Ikonoklasten und Ikonodulen. Da wissen wir, auch wenn da die Sicht der Ikonodulen am Ende überwiegt, noch ein bisschen mehr, was vielleicht in diesen Konzilen auch passiert ist. Und wir haben nicht so eine aktuelle Möglichkeit, diesen Prozess auch spielerisch, wie Sie es ja gezeigt haben, Frau Ewer, zu moderieren, ne? Und mit Kindern zum Beispiel auch auszuhandeln. Ne? Also was ich in diesem ganzen Zusammenhang total interessant finde, das ist, wenn man die nationalsozialistische Zeit betrachtet, die sich ja öfter in irgendeiner Form an der Antike oder auch an irgendeiner Fantasie einer germanischen Vergangenheit bedient haben, dass die in Bezug auf dieses Auslöschen der Erinnerung da schon durchaus etwas geleistet haben. Also bei Symbolen, also wo dann eben keine Lücke gelassen worden ist, sondern wirklich es richtig pulverisiert wurde. Einfach nur ein Beispiel, das Revolutionsdenkmal von Nies van der Rohe, eigentlich auch ein grandioses Kunstwerk, aber klar von den Kommunisten für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erstellt. Das wurde gleich im März 1933 in einer groß angelegten Inszenierung, also anders als anscheinend in der Antike, wurde die Zerstörung selbst eben auch inszeniert, wirklich komplett und spurlos zerstört, also wirklich pulverisiert. Und das haben sie dann ja auch während des Krieges immer wieder versucht, ne? Also das zumindest mit den technischen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts und den waffentechnischen Möglichkeiten immer wieder versucht wurde, etwas komplett verschwinden zu lassen. Und für mich stellt sich die Frage, ob der Wille in der Jetztzeit eher in die Richtung geht, eine inszenierte Lücke zu lassen, eine Umdeutung zuzulassen, eine Kontextualisierung zuzulassen oder auch zu versuchen, etwas komplett verschwinden zu lassen. Also zumindest beim Lenin-Denkmal war zumindest die Intention, es verschwinden zu lassen, und man ist einfach am Pragmatismus gescheitert, weil dieser ukrainische Granit und die Beton-Stahlkonstruktion da innen drin in dieser gigantischen Größe, das hat es einfach nicht möglich gemacht, etwas anderes zu tun, als zu vergraben. Und dieses Vergraben sollte es ja verschwinden, Entschuldigung. Ja. Nee, das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da gerade anbringen. Da würde ich direkt nachhaken. Also durch gezielt neu konstruierte Kontexte die Botschaft eines Denkmals neu zu besetzen, also eher Reframing statt Demontage, lassen sich Denkmäler, die zu Ehren von Tätern errichtet wurden, tatsächlich einfach zu Mahnmalen im Gedenken an Opfer umwidmen? Nee, es geht ja nicht um Umwidmen. Es gibt ja auf dem Friedhof am Columbiadamm so eine Ecke, in der unter anderem Ehrengräber und so weiter für Soldaten sind, die in Namibia an diesen Gräueltaten auch gegen Herero und so weiter beteiligt waren.
Und dort haben hat Namibia und andere haben darauf bestanden, dass man auch durch Erklärungen diesen Zusammenhang neu kontextualisiert. Ne? Das Gruselige an diesem ganzen Geschehen ist, dass wiederum auf diesem Friedhof durchaus so Neonazi-Fackelumzüge stattfinden. Ne? Also es gibt sehr komplexe Prozesse, aber man kann nicht etwas, also die materielle Kultur hat ja, wenn es nicht nur eine Inschrift ist, auch immer eine physische Wirkung. Und man kann nicht, sagen wir mal, eine brachiale Kriegerstatue oder eine Inszenierung wie in der Siegesallee zu einer Friedensengelparade umdeuten einfach. Ne? Also ich meine, das ist, sind also die physische Matte. Deswegen arbeiten sich daran ja auch alle ab. Genau, darauf, also, ne? Darauf zieht die Frage. Also ich hatte da bewusst ein Denkmal in Hamburg, ist mir da recht präsent, wo das eigentliche Monument zu Ehren einer, ich weiß jetzt im Detail nicht mehr welcher, einer bestimmten Division errichtet worden ist mit der Inschrift Deutschland ums Leben und wenn wir sterben müssen. Und es gab eine riesige Debatte darum. Und das hat sich über Jahre hingezogen. Und am Ende ist man zu der Idee gekommen, das Ganze insofern zu dekontextualisieren, indem man eine Betonplakette davor gesetzt hat, schon groß und sichtbar, die den Bundestagsbeschluss abbildete, der Zweite Weltkrieg war ein Angriffskrieg, sodass man also quasi die Botschaft dieses ursprünglichen Monuments gespiegelt hat. Das war so meine Frage, ob das eine Möglichkeit ist, quasi Kontexte zu schaffen, indem man erklärt. Aber das ist im Grunde das, was Sie auch gerade mit dem Friedhofs... Beim Siegestor in München hat man es auch gemacht, mit Schrift, ja. Ne? Aber sozusagen die physische Qualität einer Statue oder eines Bildes von Lenin oder wem auch immer, das ist schon nicht so einfach, das sozusagen einfach umzuwidmen. Also es ist passiert, es ist tatsächlich passiert, also jetzt nicht bei Lenin, aber bei einem anderen preußischen Denkmal in Spandau, was dann allerdings, also es gehörte zu Starken und Starken ist ja geteilt worden wie Berlin. Also einmal quer durch, das heißt Weststarken gehörte dann zur DDR und Oststarken zu Spandau und damit zu West-Berlin. Und in Weststarken, was jetzt heute dann wieder zu Spandau gehört, gibt es ein Denkmal, was die Rote Armee einfach auf den Kopf gestellt hat und einen roten Stern dran gemacht hat. Und die Idee, also physisch ein Denkmal zu nehmen, also in dem Fall dann des preußischen Militarismus, und es einfach auf den Kopf zu drehen, gab es und gibt es halt schon öfter. Oder beziehungsweise Luther steht ja jetzt auch gerade irgendwie im Fokus als Antijudaist. Also er wird immer als Antisemit bezeichnet, aber ist er ja nicht, konnte er ja gar nicht sein. Aber eben als Judenfeind. Und da gibt es dann die Idee, ein und dasselbe Denkmal von Luther nochmal zu machen, aus einem anderen Material und daneben zu stellen, um sozusagen die Zielspältigkeit darzustellen. Also es gibt schon Möglichkeiten, im öffentlichen Raum physisch etwas mit dem Denkmal zu machen, was über Farbspritzen, Zerstören und Entfernen hinausgeht und eben etwas nicht vergessen macht, sondern da auch außerhalb des Museums, also nach wie vor mitten in der Stadt beispielsweise, eben zu eröffnen, eine Diskussion und auch die Möglichkeit zu eröffnen, sich näher zu befassen damit. Ja, diesen Gedanken der Umwidmung finde ich ganz spannend, da würde ich gern bei bleiben. Herr Zimmermann, mal ein aktuell byzantinisches Beispiel zu bringen, ohne jetzt groß in eine politische Debatte einsteigen zu wollen, aber die Hagia Sophia, die ja in ihrer 1500-jährigen Geschichte mehrfach umgewidmet worden ist, also von orthodoxer zu römisch-katholischer Kathedrale, dann wieder zurück zur Moschee, zum säkulären Museum und zuletzt unlängst wieder zu einer Moschee. Diese Umwidmungen sind ja, zumal wir es ja hier wieder mit sehr ausdrucksstarken Bildern zu tun haben, auch innerhalb des Gebäudes, sind ja immer sicherlich nicht spurlos vonstatten gegangen. Es würde mich im historischen Kontext interessieren, wie verändert denn die Umwidmung dieses Bauwerks, dessen Wahrnehmung, vor allen Dingen aber auch die Wahrnehmung der vorangegangenen Nutzungsepoche? Was ist das im Empfinden letztendlich der Kommunikation des Gebäudes? Also das Empfinden ist natürlich persönlich und das empfindet jeder eigen. Aber wenn man das Gebäude betritt und sich fragt, was ist eigentlich übrig geblieben aus der byzantinischen Zeit,
oder was wurde zerstört, um es nutzbar zu machen für den Gebrauch als Moschee. Es ist eine Gebetsnische eingebaut worden. Es ist alles, was im Hauptraum an christlicher Symbolik direkt sichtbar war, ist entweder zerstört oder doch zumindest verhüllt worden. Und als es dann Museum wurde, nach Atatürk, hat man sich bemüht, oder jedenfalls in vielen Bereichen, alle Teile aus der Geschichte wieder sichtbar zu machen. Also es ist nicht grundweg alles sichtbar gemacht worden, aber es war an jeder Eingangs-, an jeder Tür, an jeder Schranke klar, dass dort ursprünglich Kreuze waren und man hat vielleicht die Seitenarme entfernt, aber es war eindeutig sichtbar, dass es sich um Kreuze handelte, oder jede Bronzetür, die noch in Benutzung ist, hat die Kreuzesarme nur abgebogen, sodass man eindeutig sehen kann. Und wenn wir jetzt den heutigen Zustand, ist natürlich völlig klar, der Fußboden, der also in gewisser Weise auch noch Markierungen enthält, wo der byzantinische Kaiser stand, wo er hereinkam, wie er den christlichen Kultraum durchschritt, ist heute natürlich durch Teppiche, durch Gebetsteppiche verborgen, weil es im Moment nutzbar ist. Aber eigentlich machen wir mindestens genauso viel mit unserer Wahrnehmung, wie wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wie viel wir sehen von der Geschichte des Gebäudes, hat also sehr viel auch mit unserem Wissen zu tun und auch mit uns, wie wir uns dem Gebäude an sich nähern. Solange im Moment keine Zerstörung damit einhergehen, also solange die Bilder der Erzengel oder so nur verhüllt sind, ist im Prinzip ja auch alles reversibel, oder wie wir das gesehen haben, die Apsis war mal mit einem Marienbild, dann mit einem Kreuz, dann wieder mit einem Marienbild. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess und alle diese Dynamiken hinterlassen ihre Spuren, die, wenn wir sie lesen können, natürlich auch offen stehen für unsere Interpretation oder für unsere Wahrnehmung. Also Dynamik von Gedenkkultur heißt ja, dass in dem Fall das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen. Also zum einen die Verdeckung von Bildern, aber auch die Wiedersichtbarmachung von Bildern. Was ich gerade eben noch sagen wollte, was ich auch sehr spannend finde, ist eigentlich nicht nur die Wahrnehmung dieser Dynamik, sondern auch die Bewertung dieser Dynamik. Also als die Taliban die Buddha-Figur gesprengt haben, war das ganz klar Vandalismus und ganz klar wurde in der westlichen Wahrnehmung wurde das verurteilt. In dem Augenblick, wo wir wahrnehmen, dass Bilder stürzen, die wir, weil sie gegen Rassismus, weil sie gegen die Unterdrückung von Farbigen oder so gehen, ist auf einmal die Presse solcher Zerstörungen durchaus positiv. Also es ist, wir sind also durchaus auch in dem Bewertungsschemata recht dynamisch und können ähnliche Vorgänge auf der einen Seite durchaus mal dynamisch positiv beurteilen, die wir noch vor 5 oder 10 Jahren ganz kategorisch, weil wir dachten, also Bildersturz an sich ist etwas, was wir in unserer Kultur eigentlich nicht mehr tun oder nicht mehr brauchen. Also diese brutale Vorgang, vielleicht den wir auch mit so einem einer Volksmasse, die das Denkmal vom Sockel holt oder sowas verbinden, und auch das Wort Vandalismus an sich ist ja schon ein Zeichen dafür. Aber auch dieser Prozess oder diese Bewertung ist an und für sich, wenn wir zurückdenken, auch was jetzt gefordert wird, wie man umgeht im Raum, sind doch sehr viele recht aggressive Forderungen auch im Raum, wie man öffentlichen Raum umgestalten soll. Und es sind nicht nur so die demokratische Prozesse, also eine Volksabstimmung oder ein Leserbrief, der mal davon ausgeht, sondern es sind sehr häufig doch auch durchaus bilderstürmerische Argumente, die da genannt werden. Und auch darin sehe ich eine gewisse Dynamik oder sogar eine heftige Dynamik, dass sich das also auch die Bewertung dieser Prozesse verschieben kann. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also das ist schon etwas, also klar, den Auslöser, den kann ich auch noch nachvollziehen. Das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass Zerstörungswut und Vandalismus ganz oft eben auch ein Ausdruck von dem Gefühl, nicht gehört zu werden und hilflos gegenüber bestimmten Debatten zu stehen, wie zum Beispiel, dass überhaupt Kolonialismus ein Thema wird oder dass Rassismus ein Thema wird. Und das lässt sich dann eben an Symbolen aus. Nur gibt es dann offensichtlich kein Halten mehr. Also das heißt, wenn man sich dann Gehör verschafft hat, habe ich zumindest den Eindruck, dann reicht es immer noch nicht. Also dann wird eben genau dieses Ausradieren, dieses Vergessen machen, dieses Unsichtbarmachen dann auch gefordert. Und dieses wirklich gründliche Schleifen. Also dann kommt wieder so ein deutsches Gründlichkeitsphänomen, alles richtig machen zu wollen, damit rein. Und ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft und unsere Demokratie absolut stark genug ist, um verschiedene Sachen auszuhalten.
Also das heißt auch nach wie vor eine Bismarck-Statue im öffentlichen Raum, aber es müssen auch die Leute aushalten, dass dann da eine Kontextualisierung beispielsweise ist und nicht einfach nur eine Verehrung dieser Figur. Ja. Also tatsächlich Neuaushandlung dessen, was erinnert werden soll. Also eine Ergänzung der erinnerten Geschichte. Haben wir denn aus der Antike vergleichbare Beispiele, Frau Fless, dass es zu einer Rehabilitation von Denkmälern kommt? Also, ich meine, Denkmäler wiedererrichtet werden sicherlich, wenn sie geraubt werden, dass dann neu errichtet werden, aber tatsächlich aus politischem Willen heraus jemand in Denkmalform rehabilitiert wird? Es konnte schon auch mal ein der Damnatio Memoriae anheimgefallener Kaiser rehabilitiert werden, wenn man den als Vorfahren brauchte. Also sowas gibt es durchaus, ne, wie es einem auch dann in die Konstruktion seiner Familienbeziehungen passte, genauso am Übergang vom 2. zum 3. Jahrhundert. Was man für die Antike gut fassen kann, ist, dass man natürlich überhaupt sich sehr bemüht hat, teilweise auch durch Gesetzgebungen die Umwandlung von Städten, ne, dass also man alle paganen Götterbilder und so weiter in Rom entfernte, durch sozusagen Denkmalschutzgesetze auch zu verhindern. Ne? Also da war natürlich, ging es auch ums Material, ne? Die waren auch gut für einen Kalkofen und zum Kalkbrennen geeignet oder als Baumaterial. Aber es ging auch darum, dass man natürlich die Stadt als Gesamtes mit ihren Denkmälern als Ornamenta, also gar nicht so sehr als Erinnerungsformen, für einen bestimmten Gott oder als Kultbild erhalten wollte. Also es gibt schon sozusagen, also dann entstehen ja auch so Potjomkinsche Dörfer fast, wo so Fassaden wieder aufgebaut wurden, um auch den Anschein dieser intakten Stadt, der früheren römischen Hauptstadt, die ja ihre Bedeutung nach der Gründung Konstantinopels auch partiell verloren hat, wieder zu konstituieren. Also solche Dinge gibt es immer wieder, genauso wie man irgendwann den Tumulus des Achill vor Troja identifizierte und sich kein Kaiser so ungefähr nehmen ließ, wenn er da vorbeikam, irgendetwas zu machen. Hadrian hat den restauriert und man schuf also immer wieder neue Erinnerungsorte, auch wenn man gar nicht so recht wusste oder wissen konnte, ob das wirklich das Grab mal für Achill war. Ne? Also es ist im Grunde, die Antike ist voller Aushandlungsprozesse, ne? Also und immer wieder auch neue Landschaften zu schaffen, genauso wie man im Heiligen Land ganze Sakrallandschaften letztlich auch konstruiert hat, denn man hat ja zwischen sozusagen alttestamentarischer Überlieferung und den Ummodelungen, Umbenennungen auch zum Beispiel in hellenistischer, römischer Zeit von Orten eine ganze Zeitspanne. Und dann fängt man irgendwann an, so wirklich aufzuschreiben, welche Stadt war im Alten Testament und so weiter, welche, ne, damit man auch dort so eine Erinnerungslandschaft hatte. Oder bei Märtyrern weiß man das. Ne? Also man hat immer wieder auch den Raum ausgehandelt und solche Punkte eingefügt, die für das Gesamtbild, für die Konstruktion von Vergangenheit, sein Verhältnis zur Vergangenheit wichtig waren. Wahrscheinlich ist auch die physische Greifbarkeit in dem Moment wichtig für die Konstruktion von Vergangenheit, diese Bezugspunkte, die man damit schafft, auf einer Landkarte des Erinnerns. Also wie Sie das eben für den Tumulus des Achill ausgeführt haben, könnte man das genauso gut für das Alexandergrab, das ist ja auch ein wesentlicher Legitimationsfaktor, ein ganz wichtiger Erinnerungsort war. Das ist insofern ganz interessant, weil es natürlich wirklich die Dynamik von Erinnerungskultur zeigt. Und wir hatten jetzt in der Diskussion ja verschiedene Blickwinkel auf Geschichte und Geschichtsschreibung ins Gespräch gebracht. Frau Ewert hat gut ausgeführt, dass zumindest in der jüngeren deutschen Geschichte der Umgang mit Denkmälern politisch, staatlich im Wesentlichen reglementiert war oder zumindest von staatlichen oder von politischen Institutionen ausging.
Wir haben aber zugleich in der aktuellen Diskussion gesehen, dass es jetzt eher so ein Drall bekommt und die Neuaushandlung der Narrative, der Umgang mit Erinnerung jetzt sich von staatlichen Strukturen löst und sich innerhalb der Gesellschaft losgeht. Versuchen wir zum Schluss, ich könnte noch lange so weiter diskutieren, aber versuchen wir zum Schluss den Bogen zum Kern der Erinnerungsdebatte nochmal zu schlagen. Welche Rollen spielen denn statische Denkmäler und Erinnerungsorte langfristig? Das ist ja der Vorteil unserer Profession, dass wir den langfristigen Blick durchaus werfen können. Welche Rolle spielen also statische Denkmäler in einer dynamischen Erinnerungskultur? Was legitimiert letzten Endes angesichts sicher wandelnder Wahrnehmung von Geschichte, neu ausgehandelter geschichtlicher Narrative zur Inszenierung mittels und zum Umgang mit Denkmälern? Also wo ist da der legitimierende Faktor? Von wem geht es aus? Wir machen das selber. Also das müssen wir einfach sagen. Für sich. Seit dem 19. Jahrhundert sind Archäologen munter dabei, in anderen Leuts Ländern, ne? Also in anderen Ländern zu graben, Deutsche, Franzosen, Briten und so weiter. Und wir haben es uns genauso angemaßt zu entscheiden, was eigentlich zu erinnern ist. Und dann hat man, was weiß ich, in Didyma, die byzantinische Mühle, die auf dem Tempel war, abgeräumt. Man hat die späteren Kirchenbauten, Einbauten abgeräumt, weil das, was man haben wollte als deutscher Archäologe, war der archaische und klassische Tempel, ne? Also, und diese Freiräumungen, die auch auf der letzten Documenta ja auch von Griechen angemahnt wurde, ne? Dass solche Kunstruinen wie die Akropolis geschaffen wurden, ne? Moschee weg, Kirchen weg, Bebauung weg, aber das klassische Athen musste her, die haben wir eben die ganze Zeit gemacht. Der Unterschied heute ist, dass es im Endeffekt komplexere Regelwerke gibt, auch natürlich internationale, wie die der UNESCO. Und der Ort Pergamon, wo wir ja auch graben in der Türkei, ist Weltkulturerbe geworden mit dem Konzept einer Multilayered Landscape, also wo man wirklich nicht nur brachial den Hellenismus und die römische Kaiserzeit freilegt, sondern wirklich die Geschichte zeigt durch die Epochen. Und man ist auch heute eigentlich verpflichtet, überhaupt vor Ort auszuhandeln, ob die Bewohner das eigentlich wollen. Ne? Also man, dieses Selbstverständnis, dass man irgendwo hingeht und Erinnerungsorte, Landschaften auflädt als Archäologe, das hat sich sehr deutlich gewandelt. Aber im Endeffekt sind es immer auch Gruppen, die sich selbst autorisieren, legitimieren. Das können eben die Kuratoren im Museum sein, die Archäologen, die handeln. Nur, dass mit den Forderungen nach partizipativen Ansätzen eben die Bürger fordern, dass sie Teil dieser Aushandlungsprozesse werden. Und das merkt man jetzt, wenn es zum Beispiel um solche Petitionen und Aushandlungsprozesse um U-Bahnhofsbenennungen in Berlin oder Straßennamen geht. Es ist nicht einfach, also es funktioniert im Moment nicht mehr so gut autoritativ. Das letzte große Denkmal, was so quasi mit Bundestagsbeschluss gefällt wurde, war eben der Palast der Republik, ne, den man als natürlich auch ein Identitätsort für Ostdeutschland, die DDR und die Bürger der neuen Bundesländer auch weggeräumt hat. Ne? Da hat man ein gutes Argument gefunden. Heute sind da Schadstoffe gerne, die dazu beitragen, dass man was abräumt. Aber man hat auch einen Erinnerungsort weggeräumt, um dann etwas restaurierend und restaurativ wieder aufzubauen. Ja, aber eben und mit der Fassade. Also auch da, genau, wie Sie es eben genannt haben, also im Prinzip ähnlich wie in der Antike auch, ja, zwar klar Verhandlungssache immer wieder, aber in dem Fall eine Rekonstruktion einer entkernten Fassade, die innen aussieht wie ein Krankenhaus oder irgendetwas anderes. Und da muss ich auch sagen, also Sie haben ja gerade die U-Bahn- und Straßenbahnbenennungen genannt, die Diskussionen gibt es schon seit fast 30 Jahren. Sie werden bloß jetzt eben so gehört, weil jetzt die Aggressivität größer geworden ist. Und tatsächlich steckt da hinter dieser Aggressivität, glaube ich, auch ein Stückchen Frustration, eben 25 Jahre lang
Petitionen und Bürgerinitiativen und alle demokratischen Möglichkeiten in Angriff zu nehmen, ohne dass auch nur eine Kontextualisierung passiert. Man hätte ja einen Kompromiss aushandeln können. Es muss ja nicht immer nur entweder weg oder bleiben sein, sondern es hätte ja auch was anderes passieren können. Und das ist gar nicht passiert. Und jetzt, mittlerweile haben sich die Fronten so verhärtet, dass dann eben tatsächlich dieses, jetzt wollen wir es aber weghaben. Und da wird auch der Gegenargumentation, dass zum Beispiel der Begriff Moor eben nicht rassistisch ist wie das N-Wort, nicht mehr gehört, sondern dann muss es weg. Also, und das, da denke ich, muss unsere Gesellschaft eben schon auch darauf eingehen, dass mehr Partizipation von bürgerlicher Seite jetzt auch tatsächlich zugelassen wird und nicht immer wegmoderiert wird, weil das stößt eine Also Erinnerungsorte auch nicht entfernen, demontieren, sondern museal aufbereiten und begreifbar machen, wie in Spandau zum Beispiel, wäre ja ein Ansatz. Natürlich immer am besten. Nein, es gibt auch böse Zungen, die behaupten könnten, dadurch würden Museen zu einer Art Deponie für Geschichte. Also ich glaube, also ich selbst würde das nicht so sehen, das verbietet mir schon der Berufsethos. Aber vielleicht ist dieses begreifbar machen, dieses wirklich Partizipieren in dem Moment das Wichtige, dass man einfach nicht einfach nur ausstellt, sondern wirklich Geschichte als aktiven Prozess inszeniert, der eben nicht endet, sondern weitergeht. Das ist vielleicht dann. Auf jeden Fall, so würde ich das auch sehen. Also es muss nicht alles im Museum enden und meiner Ansicht nach ist das dann ja auch nicht zu Ende, aber für manche ist es das. Also ich kann ja nicht jeden zwingen, ins Museum zu gehen. Und deswegen denke ich, dass wir verschiedene Lösungen gleichzeitig brauchen. Es gibt eben nicht die eine richtige und es muss auch bei jeder einzelnen geschichtlichen Person ausgehandelt werden und bei jeder einzelnen Inszenierung dieser Person wieder. Also der eine Lenin kann weg, der andere wird in Gelsenkirchen aus unerfindlichen Gründen wieder aufgebaut, aber auch das war ein Prozess. Oder es gibt auch den Lenin noch im öffentlichen Raum. Also nicht in Berlin so stark, aber in Brandenburg gibt es den immer mal wieder irgendwo, wo man ihn auch sehen kann. Und nur weil Stalin nach ihm kam, war Lenin jetzt trotzdem keine, also aus geschichtlicher Sicht oder aus menschlicher Sicht wirklich verehrungswürdige Person. Aber sie bedeutet eben tatsächlich auch eine Auseinandersetzung der Geschichte der Leute, die eben diese Person vorgesetzt bekommen haben als quasi Ersatzheiligen. Und das, denke ich, muss unsere Gesellschaft zulassen. Man kann das nicht einfach irgendwie abbauen und wegmachen. Und genauso sehe ich das aber übrigens auch mit kolonialen Denkmälern, derer es jetzt in Deutschland natürlich nicht so viele gibt. Ich bin grundsätzlich gegen Zerstörung. Ich kann verstehen, wie es dahin kommt. Aber ich bin dafür, dass die Auseinandersetzung halt dann jetzt wieder demokratisch und zivil geführt wird, wie damit umzugehen ist. Und da muss man sich dann aber auch wirklich mal zuhören, anstatt immer nur gegenseitig anzuschreien. Das ist ein schönes Schlusswort, aber ich würde Herrn Zimmermann ganz am Ende noch, der Begriff des Ikonoklasmus, Sie hatten es ja erwähnt, hat zumindest in dieser jüngsten Medienberichterstattung ja einen Bedeutungswandel erfahren, vom negativ verdammungswürdigen Barbarismus zu einer verständlich nachvollziehbaren Handlung. Ist das nicht auch Dynamik von Geschichte? Ist das nicht auch Geschichte, die von den Siegern geschrieben wird letzten Endes? Wie unser Blickwinkel auf die aktuellen Ereignisse am Ende ausfallen wird? Ich denke, dass dieses Ringen um diese öffentlichen Plätze, die Denkmäler, die erinnert werden, das ist natürlich ein Ring um Identität und wo man selbst Anknüpfungspunkte sucht. Und wenn die natürlich in einen Dissens geraten zwischen angeordneten Erinnerungsorten und gefühlten Identitätsanknüpfungspunkten, dann kommt es zu diesen heftigen emotionalen Reaktionen wahrscheinlich. Und unser aufklärerischer, wohl gebildeter Umgang damit ist natürlich, dass wir im Zweifelsfall geordnet abbauen, vielleicht im Museum erinnern und das liegt uns sehr nahe. Also das ist eine Kulturstufe, von der wir in vielerlei Hinsicht als aufgeklärte Denker gedacht haben, von dieser Kulturstufe gibt es auch keinen Rückweg mehr. Das ist eine Stufe, die wir nicht mehr verlassen werden. Das ist aber eine Erfahrung wohl, die wir in ganz vielen Bereichen machen müssen, dass, was wir mal glaubten, was wir errungen haben an Wissen, an Weisheit, an also ganz vielen davon, also auch an Anknüpfungs- und an identitären Anknüpfungspunkten, das ist nicht statisch und das muss immer wieder sowohl neu verhandelt, aber auch neu austariert werden. Und da, wo es Dissens dann gibt, da geraten wir wahrscheinlich genau in diese manchmal so heftigen Ausbrüche und manchmal vielleicht ganz organisierten Umwidmungen
von Denkmälern. Ne? Und das ist vielleicht auch genau das Spannende beim Blick auf den Ikonoklasmus oder auf diese, also eigentlich das Bewusstsein für die Dynamik, weil man daran eigentlich sich selbst verorten kann, dann in welcher Phase wir jetzt uns gerade befinden. Wir kommen gerade, meine Eindruck wieder, oder wir sind gerade in einer sehr dynamischen Phase wieder, vielleicht vor 10, 20 Jahren oder mit dem Wegfall, mit dem Fall der Mauer, war es zunächst sehr dynamisch, dann kam eine etwas statische Phase, aber jetzt ist vielleicht eine Unzufriedenheit stärker vorhanden. Und jetzt suchen wir neue Anknüpfungspunkte oder viele suchen neue Anknüpfungspunkte und das wird gerade neu ausverhandelt. Das ist so eine schöne Zusammenfassung, so ein schönes Fazit, dass ich da gar nichts mehr hinzufügen möchte. Und an der Stelle mich sehr, sehr herzlich für Ihre Teilnahme an der Diskussionsrunde hier bedanken möchte. Ich hatte sehr viel Spaß, habe viel Neues gelernt. Ich hoffe, Ihnen ging es ähnlich. Und ja, ich verabschiede mich von Ihnen und auch den Zuschauern, bedanke mich auch für die eingereichten Fragen und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Hier draußen hat gerade irgendein Nachbar angefangen zu grillen, also ist noch Luft nach oben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Dankeschön.